Doppelte Ehre an die Auserwählten, der Apostel von Great Millstone. Alles klar. Wir schauen uns heute das Kapitel 2. Thessalonicher 3 und 1 an, beziehungsweise 3, 1 bis 18. Wir fangen an, wir lesen aus der King James Version. Okay. Ich habe den Kapitel durch Zufall ausgewählt. Daher wird es besonders spannend. Nicht schmarrn, aber wir werden auf jeden Fall biblische Erläuterungen dazu erwähnen. Und wir werden gemäß der Lehre der Ältesten und Apostel von Great Millstone hier also die entsprechenden Verständnisse mit dazu erwähnen. Alles klar? Also sehr wertvoll, was wir da heute auf jeden Fall daraus lernen können. Auch wenn es hier komplett per Zufall erstmal ausgewählt ist, okay? Und wir übersetzen natürlich aus der King James Version und fangen direkt an. Finally, brethren, schließlich, Brüder, betet für uns, oder final, Brüder, betet für uns, final, okay, wir sind in den letzten Tagen, sollte nichts übersehen sein, dass das Wort von Jehova, weil in der deutschen Bibel hier das Wort bei Herr für Jehova steht, okay, wenn du im Hebräischen schaust, deswegen siehst du hier bei Lord, wir sind im Neuen Testament, also griechisch, aber hier würde im Hebräischen bei Herr das Wort Jehova stehen, okay, im Griechischen hast du hier Kyrios, das heißt, the possessor and disposer of a thing, the owner, this title is given to Alahayim, the Messiah. Okay, also es ist he to whom a person or thing belongs, about which he has power of deciding, Master Lord. Also im Griechischen ist die Wort, werden Wörter ein bisschen anders eingesetzt, aber wir sagen jetzt einfach mal, hier steht im Hebräischen, kann ich dir beweisen, auch natürlich hier das Wort für Jehova, okay? In Hebräischen. Also der Name von dem Gott Israels, würde ich sagen, in Hebräischen. Okay, also auch im Neuen Testament, so wie sie. Okay. Wort von Jehova freien Lauf hat und verherrlicht wird, so wie es bei euch ist. So wie es bei euch ist. Okay. Also wo wird der Name von Jehova verherrlicht? Vordergründlich bei GMS, The Great Millstone, weil wir erstens natürlich den hebräischen Namen von Jehova, von dem Gott Israels haben, nämlich gemäß dem Althebräisch. Wir wissen, dass Hebräisch die Sprache der Juden bzw. die Sprache Israels bzw. die Sprache aller Menschen mal war, aber speziell des Volkes Gottes. Daher wissen wir auch, dass wenn wir in das Althebräisch gehen, wir definitiv die originale Version von dem Hebräisch wahrscheinlich dann noch vorfinden. Und wahrscheinlich die dann natürlich auch gesprochen wurde, weil, wie gesagt, alle Menschen mal Hebräisch gesprochen haben, vor allem die hebräischen Israeliten, zum Beispiel auch die 10 Gebote sowie das andere gänzliche Gesetz in Hebräisch bekommen haben. Okay? Und wie es eine perfekte Propheten, Heiligen, 144.000, Versammlung bzw. Kirche Jehovas hier auf Erden, okay, die das direkte Wort mit den dunklen Geheimnissen wiedergeben können. Okay, wie es da zu erwarten ist, haben die einen gewissen Glaubensaspekt aufzuweisen. Und dieser ist, dass wir durch Glauben auch wissen, dass dieser Name, auch wenn du ihn wissenschaftlich nicht für jedermann da jetzt hingehen wirst und sagen, okay, für mich ist bewiesen, so und so würde der Name in Hebräisch heißen. Er kann so und so heißen, also zunächst gibt es sowieso keine wissenschaftliche hundertprozentige Sicherheit, dass der Name irgendwie anders heißen würde. Das heißt, auch die, die einen anderen Namen haben, haben keine wissenschaftliche Bestätigung dafür. Zudem, okay, weil du da wie gesagt erstmal nur 4 Buchstaben stehen hast und wie wir denken halt eben noch die A's zwischen den Buchstaben da hast, was viel, viel wahrscheinlicher meines Erachtens ist, selbst wenn du wissenschaftlich hingehen würdest, als irgendwelche anderen Buchstaben, sondern wenn du dir jetzt vorstellst, okay, dass die, wie wir sagen, sogenannten Neger Latinos irgendwo in Amerikas den Namen verwendet haben, sie natürlich auch einen gewissen Spirit, während sie den Namen aussprechen, da
da unter sich hatten, okay, und es sich leicht aussprechen lässt, wenn du sagst, ja, Haua, alles klar. Aber hey, soll jeder glauben, was er will, wie gesagt, wir haben für uns einen wissenschaftlichen Beweis und dieser liegt schlicht und ergreifend daran, dass alles, was wir glauben, bereits wissenschaftlich belegbar ist und dann das da halt eben der ist halt perfekt macht, dieser Glaubensaspekt, dass wir natürlich auch den richtigen Namen haben, dadurch, dass wir glauben, dass wir eben auch den richtigen Namen haben, okay? Wie gesagt, andere vermuten im Endeffekt auch nur, weil Mose ist zwar unter uns reinkarniert, was auch zur richtigen Lehre gehört, aber wir wissen nicht, wer Mose ist und wir wissen außerdem nicht, okay, viele von den Propheten sind auch schon in der geistlichen Welt sozusagen, wir wissen aber nicht, wer Mose ist, wenn er hier ist und wir könnten ihn auch nicht fragen und sagen, fragen sozusagen, hey, wie hat er sich dir vorgestellt, ja, das können wir nicht, deswegen, okay, müssen wir diesen Glaubensaspekt nun mal haben, okay? Und damit wir von unvernünftigen und bösen Männern befreit werden, denn alle Menschen haben keinen Glauben. Hier wird es sogar noch bestätigt, denn alle Menschen haben keinen Glauben, siehst du? Also hier nochmal ein weiterer Beweis, dass auf jeden Fall zu der richtigen Versammlung hier auf der Erde auch ein gewisser Glaubensaspekt in bestimmten Belangen dazugehört und den haben wir auf jeden Fall. Damit wir von unvernünftigen und bösen Männern befreit werden, denn alle Menschen haben keinen Glauben. Zum Beispiel Esau, die Eliten, die wollen so gut wie alle bis auf sich selbst da nicht in die neue Weltordnung mit reinnehmen. Okay. Natürlich müssen wir von denen auch befreit werden. Okay, weil es steht in der Bibel, dass einige geköpft werden wegen dem Zeugnis von Jahawaschai. Selbst wenn diese auch Gewinner sind, sozusagen, weil sie ein goldenes Ticket ins Königreich haben, sollten sie von den 45.000 zahlen. Ich rede nicht von den zwei Truppen, die keinen Glauben haben. Siehst du hier im Kontext noch beschrieben. Aber im Endeffekt heißt es halt einfach so viel wie die 144.000 werden schlicht und ergreifend alle befreit werden von den unvernünftigen und bösen Männern. Okay, weil wir können auch böse werden, wenn wir spirituelle Kräfte haben. Okay, ohne böse zu sein, tatsächlich, okay. Und wir halt schlicht und ergreifend in unser Königreich endlich reinkommen, weil es schon ziemlich spät ist und Tag für Tag die Wickedness, die Boshaftigkeit zunimmt und keine davon profitiert, noch nicht mal die, die diese Boshaftigkeit freisetzen, weil sie sich sozusagen da selber ihr eigenes Urteil multiplizieren dadurch, okay. Also im Endeffekt schaden sie sich selbst dadurch, und machen ihr eigenes Gericht noch schlimmer. Aber die 144.000 haben allgemein keinen Bock da drauf und deswegen werden wir halt eben alles dafür tun, okay, dass ungefähr durch uns alle Menschen es besser haben, ganz am Ende, okay. Aber am Ende wir schließlich die einzigsten sind, die hier auch die gerechte Regentschaft überhaupt von Städten gehen lassen können. Das heißt, wir regieren dann, die hoffnungsvollen Auserwählten, weil wir befreit wurden von den Ketten, okay, von den Ketten der Gefangenschaft, was heißt, dass die echten hebräischen Israeliten, sogenannten Neger, Latinos und Ureinwohner Amerikas, in den Ketten der Menschlichkeit sozusagen momentan gefangen sind. Das heißt, Jahawashai hat gesagt, wir sind zwar Götter oder die reichsten Menschen, die auf der Erde rumlaufen, die Prinzen sozusagen. Der ultimative Prinz ist Jahawashai, der Sohn Gottes. Und er wird uns befreien von diesem Zustand, weil wir nämlich auch bessere Körper erwarten, weil wir spirituelle Kräfte zum Beispiel erwarten, weil wir erwarten, in Gerechtigkeit leben zu können, ohne zu sünden. Das heißt, perfekter Körper und so. Okay, das heißt, ewiges Leben, was die meisten sich nicht vorstellen können, beziehungsweise was die Eliten schon immer haben wollten, aber nie haben können, okay, und so weiter und so fort, okay, und im Endeffekt hatten wir diesen Zustand schon mal, ich rede von 144.000, denn diese waren auch bei der Schöpfungsgeschichte dabei und haben mitgeholfen, die Erde zu kreieren, okay, du liest etwas in Genesis, und Gott schuf die Erde und alles, was darauf ist, etc. Und damit das hebräische Wort für Gott ist Kräfte,
Okay, und wenn du Kräfte liest, dann heißt es erstmal nicht, dass hier Yahweh alleine gemeint ist, der Gott Israels alleine, sondern eben Kräfte im Plural, steht auch extra dabei, Plural. Okay. Das heißt, du hast erstens ihn, zweitens Yahweh Shai und drittens die 144.000, die auch mitgeholfen haben mit den Engeln. Okay. Das würde heißen, entweder du kannst kein Hebräisch, okay, und solltest aufhören, irgendwas über die Bibel zu lehren, okay. Oder aber du hast es einfach nur nicht gesehen und jetzt weißt du es, okay. 2. Thessalonicher 3,3, aber der Herr ist treu, also hier würde dann wieder der Yahweh stehen, okay, nicht Kräfte, sondern die Kraft, was haben wir vorhin gelesen in Vers 1, die Kraft, die alles entscheidende Kraft sozusagen, aber Yahweh ist treu, siehst du, der dich stabilisieren und dich vor dem Bösen bewahren wird. Wieso? Weil wir im Endeffekt die Einzigen sind, die überhaupt von irgendwas bewahrt werden, weil die anderen sogar noch in diese Boshaftigkeit vertrauen, die ihnen Tag für Tag vor Augen geführt wird, okay, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt auch, okay, wenn man dem Alltag ganz normal nachgeht, dann wird man wahrscheinlich jetzt eher weniger in seiner Ignoranz da merken, dass hier eigentlich ziemlich viel schief geht. Deswegen haben die Leute auch keine Ausrede mehr, weil wir eben schon das Evangelium gepredigt haben in den vier Ecken der Erde und die Israeliten, wie wir denken, schon versiegelt sind. Das heißt, dass manche noch auferwecken, aber sie schon vorher versiegelt wurden. Alles klar. Denn wir lesen in der im Neuen Testament etwas von Füge der Erde und alles, was darauf ist, keinen Schaden zu, bis die 144.000 versiegelt sind. Und da redet da wird zu den Engeln gesprochen. Okay? Das heißt, die Engel werden auf jeden Fall da auch sozusagen eine Arbeit vollziehen. Okay? Und diese wird die 145.000 nicht betreffen. Okay, du liest was von, du liest was von 1000 werden zu deinen Rechten fallen und 1000 zu deinen Linken, also, aber dich wird es doch nicht treffen. Okay, und hier reden wir von möglichen Situationen, wo die Engel eben an dir vorbeiziehen werden und gar kein Interesse oder Befehl haben, dich da zu vernichten. Okay, weil auch Satan wird sich an diesen Befehl halten müssen. Siehe Buch Hiob, Kapitel 1, 2, etc. und so weiter und so fort. Schlicht und ergreifend, ich sag's mal so, im Endeffekt wird die 144.000 erstmal so nichts treffen, außer Yahweh will sie schon vor der Verwandlung in den neuen Körper auf die sogenannten UFOs bringen und ihnen spirituelle Kräfte geben, denn genau das wird passieren, wenn einige von den 145.000 tatsächlich geköpft werden, etc. und da also schon vorher tot sind. Aber was die Rest, also was außerhalb den 144.000 die Leute angeht, die werden direkt in Sklaverei geführt und da also 1000 Jahre versklavt werden. Ich rede von den Heiden. 2/3 werden durch unsere Lenden zurückkommen. Was so viel heißt wie 2/3 werden unsere Kinder sein im Königreich. Die Kinder von den hoffnungsvollen Auserwählten, 145.000. Was so viel heißt, dass ganz Israel am Ende gesichert wird. Das heißt, dass ganz Israel am Ende Salvation, also Rettung bekommt. Okay. Einfach weil sie Israel sind. Okay. Ich wiederhole Apostel Tahar, der meinte, wieso sich den Tod aussuchen, wenn man sich auch Leben aussuchen kann. Das heißt, selbst wenn du im Königreich zurückkommst als ein Sohn eines Königen, eines Königs, du weißt ja nicht, was du sonst noch verpasst. Okay, wir wissen und wir prophezeien nur teilweise, also in Teilen, selbst wenn wir die dunklen Geheimnisse der Bibel wissen. Das heißt, du könntest extrem viel verpassen, extrem viel nicht haben, was eben die 145.000 haben in der ersten Auferstehung. Genau. Aber sowieso ein Spiel mit dem Feuer, wenn du bedenkst, dass wenn du als 2/3 noch durch unerträgliche Schmerzen höchstwahrscheinlich gehen könntest und wahrscheinlich auch wirst, laut Bibelsums. Und wir vertrauen, weil er eben meinte, dass er genau die Angst, die du fürchtest, über dich bringen wird, solltest du gar kein Interesse haben, da irgendwie Buße zu tun. Aber hey, 2. Thessalonicher 3,4. Und wir vertrauen darauf, dass der Herr sie berührt, dass sie beide
die Dinge tun und tun werden, die wir ihnen befehlen. Okay. Im Endeffekt hat Yahweh alles unter Kontrolle und er wird im Endeffekt, wir lesen in der Bibel, von ihm gehen die Tatsachen oder von ihm gehen die Aspekte des Lebens und des Todes aus. Das heißt, falls jemand sterben sollte, es gibt auch eine andere Bibelstelle, die sagt, keiner stirbt ohne Schuld sozusagen. Okay? Das heißt so viel wie diese Aspekte, diese Matters gehören zu ihm. Keiner wird hier sterben oder leben, ohne dass es Yahweh so will. Das heißt, alles passiert da mit seinem Wissen und durch seine Wirkung. Okay? Er hat es bewirkt. Die Bibel sagt ja auch was von etwas Böses in der Stadt geschehen. Soll etwa etwas Böses, Entschuldigung, in der Stadt geschehen, ohne dass es Yahweh so wollte? Okay? Ohne dass es Yahweh so bewirkt hat? Es zeigt dir, dass Satan so eine Art Ausführer des Befehls Yahwehs ist, okay? Mehr sage ich erstmal nicht dazu, wie gesagt, selber Bibel lesen dazu. Aber wir sind nicht hier, um eure Ignoranz zu decken oder sowas. Wir sind hier, um die 145.000 zu belehren und die Schäfchen von Yahweh, okay, die Schafe von Yahweh zu belehren und zu füttern, okay? Wir sind nicht hier, um, die Unwissenden da. Okay, selbst wenn die Neue dabei sind, aber die werden auch dabei bleiben. So. 2. Thessalonicher 3,5 Und der Herr lenkt deine Herzen in die Liebe aller Heiligen und in den Patienten, der auf Christus, Yahweh, wartet. Okay? Und wenn du im sogenannten Alten Testament kannst davon ausgehen, dass zumindest dasselbe gemeint ist, wenn du da etwas von Herz liest, dann heißt es La'ab, also Herz heißt so viel wie Gedanken. Das heißt, immer wenn du was von, bring das immer wieder raus, okay? Aber es ist auch ziemlich wichtig, das zu wissen, weil dein Herz kann nun mal nicht denken, okay? Dein Herz kann nicht denken. Da fehlt das nötige Gehirn in deinem Herz, okay? Das Herz ist nämlich, das Gehirn ist nämlich in deinem Kopf, so viel ich weiß. Okay? Und hier hast du das Wort Lab. Und hier steht, in a man, mind, will, heart, understanding, nicht weil es hier steht, weil die Seite auch von der Edomite ist und die auch manchmal einfach komplett falsch ist. Aber, weil wir uns hier zumindest bei dem Wort darauf verlassen können, dass das ja auch gemeint ist, weil du vor allem auch nur hier diese Bedeutung wiederfindest. Und wie gesagt, dein Gehirn in deinem Kopf ist und nicht in deiner Brust. Außer du wüsstest da etwas anderes. Und hier steht, will, heart, in a man, midst, heart, soul, okay, mind, knowledge, thinking, reflection, memory. Okay, also ziemlich alles, was mit deinem Gehirn auch zu tun hat und was halt so viel heißt wie Paleo-Hebräisch, ne? Hier modernes Hebräisch, hier ist Paleo-Hebräisch. Okay. Eine schöne Übersetzung, eine schöne Bedeutung, die wir hier sehen, nämlich, okay, deine Seele, deine Gedanken, okay, dein innerer Mann sozusagen. Auch wenn du eine Frau bist, ist es deine innere Seele, deine innere Kraft, okay, und deine inneren Gedanken. Wir haben deswegen auch Bibelverse, die sagen, jeder Mensch hält seinen eigenen Weg für richtig, der Herr aber, wo Yahweh stehen würde im Hebräischen, prüft die Herzen. Okay, das heißt, er prüft deine Gedanken. Du sagst zwar, du bist das und das, aber er prüft deine Gedanken und wird dann genau wissen, ob es wirklich so ist und du kannst nichts verwehren. Okay, deswegen wird ja auch alles so geschehen, wie er es will, weil er die Leute besser kennt, als die Leute sogar sich selbst kennen. Und er aber nicht so. Okay. Wie gesagt, er kennt sogar deine Gedanken, bevor du über sie überhaupt denkst, weil weil er mehr auffassen kann, als überhaupt existiert. Das heißt, sein Speicher hat kein Limit, dein Speicher hat aber ein Limit, dein Leben hat ein Limit. Du kannst gar nicht so viel denken, damit du seinen Speicher nur annähernd, okay, fordern kannst. Das geht nicht. Du kannst seinen Speicher nicht fordern, du kannst seine Auffassungsgabe nicht fordern. Okay, das können nicht alle Menschen zusammen. Okay, das geht nicht. Okay, verstehst du? Weil er der Beginn und das Ende ist, verstehst du? Bei ihm ist schon alles gespeichert, bevor es überhaupt aufgerufen wird im Speicher. Aber dabei gibt es noch nicht mal einen Speicher, verstehst du? Okay, also das Weiterlesen. Okay, 2. Thessalonicher 3,6. Also so viel zum Thema. Ganz Gott etwas vormachen, natürlich nicht.
Nun befehlen wir euch, Brüder, im Namen des Herrn Jahawashai, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Tradition, die er von uns erhalten hat. Was ist die Tradition, die wir erhalten haben? Es ist schlicht und ergreifend die Wahrheit, okay? Die Wahrheit in der Lehre, okay, die keine fremde Lehre mit sich nimmt oder keine fremde Lehre in sich zulässt. Was heißt es? Wir reden hier von der Lehre, die 144.000 haben. Das heißt, die dem Lamm überall hin gefolgt sind. Diese waren Jungfrauen gemäß dem, was sie gelernt haben, nicht gemäß dem, gemäß etwas, ob sie Sex gehabt haben oder nicht Sex gehabt haben. Okay? Es heißt so viel, dass du eine Lehre hast, die komplett unberührt ist, die komplett frei von heidnischer Doktrin ist, frei von heidnischem Einfluss. Okay, das würde es vielleicht ganz gut am besten treffen. Und somit komplett pur ist und 100% einfach perfekt ist, verstehst du? Und das ist die Lehre, die du haben willst, wenn du sagen willst, du bist in der Wahrheit, okay? Was die Tora mit einbezieht, was die Ältesten und Apostel von Great Millstone mit einbezieht, da sie die Wahrheit lehren, nämlich so, wie sie richtig ausgeführt hat, weil sie sozusagen unsere Lehrer sind, okay? Wie gesagt, frag Ishmael. Ishmael wird dir sagen, dass du keine Glaubensgemeinschaft hast ohne Älteste. Das weiß sogar Ishmael. Wie viel mehr noch, okay, ein Israelit. Aber hey, wir haben es doch je gesagt. Okay, ich habe auch gebraucht, bis ich die Ältesten von Great Millstone so gefunden habe, aber ich habe sie gefunden. Wieso? Weil da steht, die dem Lamm überall hin gefolgt haben, wo es auch hinging. Okay, das heißt, du denkst nicht, du bist jetzt stehen geblieben, du hast jetzt alles, was du brauchst dazu. Okay, sondern du hast Älteste, wo du immer Neues dazu bekommst, wo du immer Neues dazu lernst, wo du dich auch selbst sozusagen auf die Probe stellst, du auch selbst studierst, indem du eben selber Videos machst, indem du draußen auf die Straße bist, etc. Okay, das ist dem Land folgen, was eine Mindesterwartung ist, dass du irgendwann bei den Ältesten und Aposteln von Gott willst und landest. Okay? Du kannst daran nicht vorbei und immer noch sagen, ich folge dem Land überall, wohin es geht und so, weil Yahawashai direkt durch die Ältesten und Apostel arbeitet. Okay, und das irgendwann dieses Ziel ist, wo Perfektion erreicht werden kann, wie gesagt. Okay, du brauchst jetzt mal diese Basis, okay, um sozusagen sagen zu können, du hast eine Lehre, die komplett frei von heidnischem Einfluss ist, die komplett frei von eigenen Vorstellungen, Interpretationen ist, okay, eine Einheitslehre, okay, sonst wären es da keine 145.000, sonst wären es da 144.000 einzelne Wölfe oder sowas, okay, das gibt's nicht, weil du liest auch was in der Bibel, Precept upon Precept, Gebot über Gebot, das heißt so viel wie Lehre über Lehre, okay, Bibelvers über Bibelvers, etwas anderes gibt es hier in der Bibel nicht, okay, frag am besten keinen sogenannten Christen. Okay, weil die werden dir sowas niemals zeigen. Okay, schau, ich zeig dir jetzt was. Erstens lesen wir was in der Bibel von einem Song, den nur die 145.000 kannten. Wieso ein Song und nicht komplett verschiedene, 145.000 verschiedene Songs? Weil es eben eine Grundlehre ist, die sitzen muss, verstehst du? Okay, dann geht es eben aber noch so weit, any other gospel, okay, dass es nur ein Evangelium gibt. Okay, und jeder andere, der ein anderes Evangelium predigt, wäre verflucht und ist verflucht. Wahrscheinlich dann auch, das ist so. Galater 1,8, okay, Galatians 1,8, King James Version. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, siehst du, selbst wenn ein Engel vom Himmel etwa ein anderes Evangelium predigen würde, als wir es zu euch predigen, die ältesten Apostel von Jesus, let him be accursed, lass ihn verflucht sein, okay? Siehst du, also es gibt nur ein Evangelium, wie gesagt, sogenannten Lega Latinus Urangun Amerikas, israelitische Ausländer sind hebräische Israeliten, die ganzen Heiden im Neuen Testament sind alles Israeliten dem Fleische nach, Blutsabkömmlinge von Jakob, dessen Name später zu Israel umbenannt wurde, weswegen er erstmal ein Mensch ist, dann ein Land, diese Nationalität, okay? Aber den Vers, den ich gesucht habe, wobei der schon ausreichen würde, ist eigentlich, dass sie alle dasselbe gesprochen haben. Muss ich kurz aber überlegen, wo das steht, durch den Spirit. Karl, wenn wir jetzt mal hier eingeben, speak all the same thing oder so,
speak all the same. Ich werde es schon finden, weil der würde es am besten, den Sachverhalt, den ich hier erklären will, am besten darstellen. Kann. Second, first, Corinth, 1. Korinther, King James Version 1,10. Now I beseech you, brethren, also ich versuche euch, oder ich belehre euch, Brüder, by the name of Yahawashai, und sowas heißt es halt, now I beseech you, ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber sowas halt, that ye all speak the same thing, dass ihr alle dasselbe spricht. Also wie gesagt, 145.000 sprechen nicht irgendwie alle ihre eigene Lehre. Hier, ich bin jetzt hier ein, verstehst du? Ich mache jetzt hier meine eigene Lehre, so und so, ich bin schon so alt und so, keine Ahnung, was auch immer. Okay, sondern du hast eine Lehre, eine Grundsatzlehre, die 145.000 haben, was ich schon gesagt habe, was die ältesten Apostel von Gemilzon sind und alle, die im GMS sind, beziehungsweise auch die, die dahin noch kommen werden, schlussendlich, okay? Weil du kannst hier nicht als Lone Wolf oder sowas hier meinen, du kannst dir ein eigenes Ding durchziehen, okay? Also läuft das halt nun mal nicht. Okay, sonst wäre es Unordnung. Und was lesen wir in der Bibel? Lass alle Dings in Ordnung geschehen. Und wie viel mehr ist die Ordnung noch bei den echten Heiligen und Propheten von Jahwe, okay, die schon vor der Erderschaffung ausgewählt wurden, okay? Wie viel mehr würden wir hier eine Ordnung vorfinden? Aber hey, okay? That you all speak the same thing and that there be no divisions among you. Deswegen sind wir auch so streng, wenn jemand nur etwas Komisches sagt, was irgendwie nicht von den ältesten Aposteln sowas gesagt wurde. Okay, wir ermahnen uns gegenseitig. Wir sind da ziemlich streng und so. Wir löschen auch Videos, machen die neu. Okay, ich zum Beispiel habe letztens auf der Straße gepredigt mit Kapuze oder so. Ich habe das direkt runtergenommen und so. Okay, muss ich halt nochmal machen. Wen interessiert es? Hauptsache ein Video pro Tag und so. Okay, und das ist unsere Aufgabe. Und wir machen das auch nicht hier, um hier irgendwie... uns selbst zu loben oder sowas, okay, sondern wir wissen, dass wir unsere eigene Rettung ausarbeiten müssen, okay, was hier viele auch schon missverstehen und so. Okay, aber die kennen die Bibel nicht, weil da steht es nämlich drin. Also siehst du, that there be no divisions among you, also keine Teilungen zwischen euch, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment, okay. In the same judgment, das heißt, genau, dann müsste der Bruder sogar noch übereinstimmen und sagen, hey, du hast recht, schau mal, das und das, gut, dass du mich gewarnt hast, okay, und du sagst, hey, ja gut, eigentlich, you know, mir ist es selber nicht aufgefallen, also lass doch stecken, interessiert eh keinen. Nein, so läuft es nicht, okay, verstehst du? Wir sind hier nicht irgendwer, okay, wir sind hier die 144.000 Auserwählten, okay, okay, die wir irgendwann mal die Welt regieren sollen. Okay, nach der Tora und sogar über Engel richten werden, okay? Da geht sowas nicht. Verstehst du? Okay? Das muss so sein, sonst wären wir nicht die, wie wir hoffen zu sein, beziehungsweise sonst wären wir nicht die, die wir durch den Heiligen Geist dieses Evangelium, nämlich das eine, es gibt kein anderes, wie schon erwähnt, empfangen haben. You know? Okay? Also, was lesen wir weiter? Okay. Siehst du, und wir gehen sogar noch auf den Vers ein. Wir gehen sogar noch auf den Vers ein, siehe 2. Thessalonicher 3,15. Zähle ihn aber nicht als Feind, siehst du, sondern ermahne ihn als Bruder, okay? Und diese ganzen Leute, die nicht in der Wahrheit sind, verstehen sowas nicht, weil sie unter sich nicht diese Perfektion darstellen, diese Ordnung haben, okay, damit es so strikt geht wie in GMS, The Great Millstone. Okay, verstehst du? Es funktioniert nur, wenn du die 144%ige Wahrheit hast, okay? Weil dadurch, dass wir alle dasselbe sprechen, müsstest du deinem Bruder eben zu 100% gehorchen dementsprechend auch und sogar dankend sein dafür, dass er dich ermahnt hat. Und wenn du in das Wort ermahnen reingehst, könnten wir theoretisch sogar machen, dann heißt es sogar sowas wie ermuntern, genau genommen, okay? Auch wenn es tatsächlich hart ist und du erstmal so ein bisschen dir denkst, so, okay, hey, ja, will er mir jetzt eine reinreiten, so ungefähr? Nee, vielleicht mag er dir sogar eine reinreiten. Aber was sagt zum Beispiel Jahwe? Jahwe zum Beispiel sagt, nur weil ich dich als einzigste Nation dieser Erde gekannt habe, werde ich dich bestrafen für deine Missetaten.
Was heißt es, dein Bruder denkt im Endeffekt nicht anders, weil wir eben perfekt sein wollen, wie der Sohn Yahweh Shai, welcher unser Meister ist, verstehst du? Also würde der Fehler, wenn dann bei dir liegen, indem du sagst, das ist böse gemeint, okay? Denn böse ist es mit Sicherheit nicht gemeint, okay? Aber die Absicht ist durchaus, dich zu cutten und dich erstmal zu überführen, okay? Nicht, dass du nur darauf schaust, wie kannst du deine Brüder da jetzt irgendwie ermahnen oder sowas, sondern wenn es dir auffällt, wie gesagt, dann sagst du es halt, weil es dir wichtig ist, dass dein Bruder weiter seinen Weg geht und weiterhin ein Schaf ist, welches dem ultimativen Schaf folgt, bis wir komplett aus diesem Bullshit draußen sind. Ganz einfach. Weil du willst ihn nicht verlieren. Okay, wir haben genug Fallouts in der Truf. Wir haben genug, lächerliche Situationen hier, dass manche einfach komplett rausfallen und so. Das brauchen wir nicht noch mehr. Okay? Denn ein Fehler, ein Sauerteig kann sowas schon auch bewirken teilweise. Wir haben auch nicht umsonst das Brot eines Mannes gegessen, aber Tag und Nacht mit Arbeit und Mühe gearbeitet. Siehst du, das machen wir nämlich, auch indem wir unsere Brüder ermahnen, ermuntern. Okay, wir arbeiten mit ihnen, nicht gegen sie, damit wir keinem von euch in Rechnung gestellt werden. Nicht, weil wir keine Macht haben, sondern um uns zu einem Beispiel zu machen, um uns zu folgen. Denn selbst als wir bei dir waren, haben wir dir befohlen, dass er nicht essen sollte, wenn einer nicht funktionieren würde. Denn wir hören, dass es einige gibt, die ungeordnet unter euch wandeln und überhaupt nicht arbeiten, sondern geschäftige Körper sind. Okay, bisschen schlechte Übersetzung. Es gibt auch Leute, die hier meinen, sie brauchen nicht arbeiten und so, weil das Evangelium teilweise sogar die komplette Wahrheit haben und so. Du versuchst zumindest zu arbeiten, auch wenn es nicht dein Segen ist hier und Esau dir schlicht und ergreifend die guten Jobs gar nicht erst gibt, okay? Beziehungsweise, wie ich es schon oft auch gesagt habe, du musst teilweise für bestimmte Jobs sowieso zu einer bestimmten Blutlinie gehören von Esau oder zum Beispiel von Amalek, dem Fake-Juden. Aber wir versuchen trotzdem natürlich irgendwie Arbeit zu finden und so, okay? Keine Frage. Halt das Beste, was wir tun können, okay? Wir sind mental anders geboren und so, verstehst du? Im Endeffekt haben wir es sowieso härter und so als die Heiden, die hier ihr Königreich haben, sozusagen. Sie selbst würden es nämlich Königreich nennen. Aber am Ende, weil sie unser Königreich nicht kennen, nicht mal wir kennen es, das heißt, wie viel mehr ist noch unser Königreich, der ultimative Segen. Am Ende, okay, ist es halt so, dass wir unser Bestes geben und selbst wenn wir eigentlich nur dafür geboren sind, die Tora zu halten und zu lehren und zu regieren auf dieser Welt, im Endeffekt, die ein Drittel, die zwei Drittel sind irgendwie komplett fehlgeschlagen im Leben. Erstmal, sonst wüssten sie nicht, wegen einem Fehlen von Wissen dahingeschlachtet werden teilweise, okay? Wir müssen uns da irgendwie reinarbeiten, in so wie Esau denkt und so mit seinem System und wie er so alles so ein bisschen. Wir müssen uns da ein bisschen reindenken, aber nicht zu viel, ne? Klar, wir haben so ultimativ boshaftige Gesetze und sowas, ne? Aber wir müssen da uns ein bisschen reindenken und so versuchen zumindest. Sonst bist du auch wicked. Okay? Also ein bisschen reindenken und so, okay, so und so, das kann ich nicht machen, das muss ich vielleicht machen eher, wenn da jetzt steht, du musst irgendwie da homosexuelle Leute respektieren und sowas. Natürlich respektierst du sie nicht, wenn du die Tora kennst und Israelit bist. Ein Drittel steht hier nicht von zwei Drittel, sind einfach nur Heiden. Wie gesagt, muss man immer differenzieren. Aber du verhältst dich ihnen gegenüber natürlich, nachdem du dich zurückhaltend ihnen verhältst du dich natürlich im Endeffekt normal, okay? Wie gesagt, wir müssen uns da ein bisschen reindenken bei Esau und seinem Segen momentan. Die Bibel spricht etwas von the wicked rule of the earth, also der Wicked, der Boshafte ist gerade in Regentschaft. Deswegen ist es auch erstmal eine Regentschaft und ein Segen, nicht unbedingt ein Königreich. Okay, ein Reich ist immer von Schönheit für mich. Na jedenfalls, die Bibel sagt ja auch was von, wenn der Boshaftige regiert, dann ärgern sich die Leute oder sind die Leute in einem traurigen Zustand sozusagen. Das sind sie ja auch, ultimativ. Deswegen hat jeder was davon, wenn die ein Drittel in Regentschaft sind. Aber am Ende musst du dich da, wie gesagt, ein bisschen so
Du musst es dir halt echt antun, so bis der Segen Jakobs da ist, okay? Wie gesagt, arbeiten, versuchen, wenn es nicht geht, dann geht's nicht und so weiter und so fort. Aber nicht denken, du hast hier irgendwie dein Königreich oder du hast hier deinen Segen, weil das ist es definitiv nicht. Wir haben auch nicht umsonst das Brot eines Mannes gegessen, Tag und Nacht. Dass sie mit Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen, aber ihr Brüder seid nicht müde, es gut zu machen. Zähle ihn aber nicht als Feind, sondern ermahne ihn als ein Bruder, wie in allen Sachen. Komm, and that's basically it, man. Die Gnade unseres Herrn, Jehovaschai, sei mit euch allen anderen. Okay. That's basically the point of the lesson. Alright, and it's auch schon 35 Minuten sowas, okay. And we can close it out for today, you know. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall was mitgenommen hast in diesem Video. Aber was wollten wir machen? Wir wollten noch irgendwas machen. Wir wollten kurz in ein Wort reingehen. Oder? In ein Wort wollten wir reingehen, aber ich weiß jetzt auch nicht, was es ist. Also schau zum Beispiel, wenn wir jetzt hier eingeben Gott. Das sind so Basissachen, die auf jeden Fall wichtig sind. Dann siehst du hier was von Plural, dann siehst du hier was von Rulers, Judges, Divine Ones, also wie gesagt, Angels, Gods. Jehovaschai sagt zum Beispiel, dass die 145.000 Götter sind. Okay. Gleichzeitig sagt er auch, seid nicht wie die Pharisäer, weil er könnte sich im Endeffekt aus Steinen Nachfolge machen. Okay. okay, also halt in Kräfte, die Kräfte. Okay, Allah, Yam. Alles klar. Und dann hast du das Wort im sogenannten Alten Testament für Lord, was heißt, ich finde, das ist ziemlich, wie Apostel Gabal immer sagt, der Name von dem Gott Israels, nämlich der echten Israeliten und auch des echten Israels, weil sowas wie Jewish gibt es nicht, okay, sondern die wollen wie Juden sein, sind aber keine. Dazu brauchst du biologische, sozusagen biologischen Register, dass du von Jakob abstammst, beziehungsweise du musst biologisch von ihm abstammen, um jüdisch zu sein oder Jude zu sein. Okay, jetzt verblödet schon das Wort an sich. Dann hast du hier, okay, dann hast du hier Yahweh, okay, der Existing One, der Existierende, der Einzige. Okay, Yahweh, okay. Und, was wollte ich jetzt sagen? Also das ist der nationale Name von dem Gott Israels und wie Apostel Gabal sagt, der Name des Gottes Israels, okay, ist das Wichtigste. Ich glaube, er hat gesagt, das Wichtigste. Ich glaube, er hat gesagt, das Wichtigste, was du in diesem Evangelium, dem einzigen Evangelium, wissen musst, okay, glauben musst. Okay. Denn wir haben den richtigen Namen. Fühlst du dich mit GMS, The Great Millstone, kannst du dich mit uns identifizieren, dann wirst du diesen Namen annehmen bzw. an ihn glauben. Okay? Falls nicht, dann nicht. Okay, verstehst du? Das heißt, das ist ein Grundbaustein unseres Evangeliums, nämlich das Haus, das nicht auf Sand gebaut ist, sondern auf Stein, wie sich ziemlich schnell herausstellen wird. Okay? Und da kannst du sonst so viel Jesus und Gott schreien, okay, das sind keine Namen. Wie gesagt, wenn du deinen Chef dreimal bei falschen Namen nennst, okay, oder dreimal nicht bei seinen Namen nennst, obwohl du ihn weißt, dann vielleicht einfach nur sagst, keine Ahnung, manchmal sogar vielleicht einfach nur Chef oder sowas, obwohl du seinen Namen weißt, oder einfach bei falschen Namen nennst, noch schlimmer, dann wird er dich irgendwann nach dem vierten, fünften Mal sowas mit Sicherheit rausschmeißen, probier's mal. Probier's mal, wenn du nicht glaubst. Okay, und dann wirst du schon sehen. Wahrscheinlich stimmt das. Okay. Und damit sage ich dann doppelte Ehre an die Ältesten und Apostel von Great Millstone. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Shalom.